noch crashen. Okay, also danke für die Zeit heute hier. Um 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr, noch einmal einen interessanten Vortrag. Jetzt mit dem Jens Glatt. Thema, wir sehen es gerade stehen, DAX 9 Allzeithochs in 2020. Ich hoffe, es geht schon ein bisschen schneller, aber wir werden mal gucken. Er stellt so ein bisschen noch die ketzerische Frage, oder verlieren die Notenbanken die Kontrolle? Sag mal, was meinst du mit Kontrollverlust? Die machen doch nicht den DAX, oder? Naja, den DAX machen nicht, aber sie sorgen natürlich mit ihren interventionistischen Schritten durchaus dafür, dass die Zinsniveaus sich am Anleihemarkt in immer tiefere Gefilde bewegen, die natürlich Aktien alternativlos werden müssen. Aber das würde ich dir als Dividenden-Hunter ja, nicht erklären. Nein, das brauchst du nicht, und ich weiß auch, dass es auf dem Sparbuch keine Zinsen gibt, und aus dem Grund macht das auch Sinn, einfach mal in den DAX reinzuschauen und sowas auch als Handelsinstrument zu nutzen. Geht bei Tickmill auch very good. Und ja, Jens, ich gebe einfach mal das Mikro und alles, was dazu gehört, an dich und erzähl einfach, was mit den Allzeithochs nächstes Jahr passiert. So, das mache ich natürlich sehr gerne. Ich muss ehrlich sagen, ich habe heute nur gesehen, dass der DAX wohl sich doch nicht aus dieser Range da raus bewegt hat, zwischen 13.100 und 13.300 Punkten. Kann das jemand bestätigen? Ist richtig, die ist immer noch da drin, ne? Das, ja, ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin also dennoch irgendwie so optimistisch genug aktuell, dass es für neue Allzeithochs reichen dürfte, sofern wir aus dieser Range dann auf der Oberseite ausbrechen. Da könnte es sogar noch was jetzt in den Handels, Jahresschluss werden. Nichtsdestotrotz, was wir heute hier machen wollen, ist uns ein bisschen längerfristig das Bild nochmal anschauen, denn es gibt einige ziemlich, ich möchte mal sagen, bedrohliche Entwicklung. Ich glaube, das trifft es vielleicht ganz gut, die wir derzeit an den Märkten sehen. Hinsichtlich nämlich zum Beispiel des Umstandes, vielleicht hat es der eine oder andere gar nicht mitbekommen, also dass die EZB jetzt unbegrenzt und bis sich die Situation dann so darstellt, wie sie sich das vorstellt, plant Anleihen aufzukaufen. Ich denke, das dürfte sich rumgesprochen haben. Das wurde am 12. September verkündet. Das heißt, in internen Kreisen spricht man von gerne Q-Eternity, also unendliches QE, solange bis ein bestimmtes Inflationsziel vorgegeben ist. Im Zusammenhang mit der Fed ist es dem einen oder anderen vielleicht entgangen. Da gibt es nämlich einen geldpolitischen Stimulus, der aktuell erstmal nur rein technisch darauf abzielen soll, nämlich diesen Liquiditätsengpass am kurzfristigen Geldmarkt zu überbrücken, also sogenannter Repo-Markt. Das heißt, also anders formuliert, dem Motor ist da aktuell so ein bisschen das Öl ausgegangen. Und die Fed hat sich jetzt hier in diesem Zusammenhang dazu entschieden, in größerem Umfang, und wenn ich sage größerer Umfang, bedeutet das, im Umfang von dreistelligen Milliardenbeträgen über Nacht diesem Markt Liquidität zuzuspielen. Und diese kurzfristige Zurverfügungstellung von Liquidität deutet darauf hin, dass wir ein massives Problem offensichtlich hier haben, das sich abzeichnet, infolge all deren Maßnahmen, die über die letzten Jahre nach der Finanzkrise infolge des QE-Programms auf den Weg gebracht worden sind. Also anders formuliert, der Markt, der verlässt sich darauf, dass die Fed schon immer weiter Liquidität liefern wird. Und infolgedessen kam es eben zu diesem Liquiditätsengpass, welcher jetzt dazu führt, dass die Fed erneut geldpolitisch aktiv werden muss. Gut. Genau darauf wollen wir uns, wie gesagt, im Folgenden fokussieren. Ganz wichtig natürlich der Risikohinweis. Tickmill regulierter Broker, FCA reguliert. Deswegen alles das, was wir heute thematisieren, ist eben nichts anderes als ein, als nicht Beratung, sondern wie heißt das Wort? Als Information zu verstehen und eben keine Anlageempfehlung oder dergleichen. Das kurz zu meiner Person. Ich würde aber bevorzugen, jetzt nicht so sehr über mich sprechen zu wollen. Also wer sich für mich interessiert, der schaue einfach mal so ein bisschen im Internet oder der lese mein Buch oder komm einfach mal auf meine Webseite und da kann man alles über mich lesen. Wir wollen uns vielmehr hier ganz kurz dem DAX widmen. Was man hier sehen kann, gibt es hier eigentlich auch so einen Pointer? Kann man mit so einem roten... Der schluckt das. Okay, gut. Dann nehmen wir einen Stift. Hat jemand einen Stift? Ein Stift. Pencil. Ich nehme den. Ja. So, also was wir hier sehen können, ist vor allem, dass diese Präsentation schon bereits offensichtlich
Da unten, jetzt kann man es nicht so gut erkennen. Ich habe sie schon Anfang Oktober habe ich sie erstellt. Tatsächlich ist mittlerweile der Ausbruch hier erfolgt und wir stehen aktuell sogar da oben in diesen Gefilden. Also das heißt, wir sind über dieses ehemalige relativ starke Widerstandsniveau verlaufend im Bereich um 12.500 bis 12.750 Punkte bereits ausgebrochen. Das heißt also etwas anders formuliert, wir haben hier schon bereits jetzt diesen sogenannten bullischen Impuls zu sehen bekommen, der uns zumindest mal zurück über dieses psychologisch wichtige Level um 13.000 Punkte geführt hat. Und Status Quo stellt sich jetzt in die Frage, kommt es wie gesagt zu einer weiteren Fortführung dieser Aufwärtsbewegung oder stagnieren wir jetzt erstmal auf diesem Bereich? Ich persönlich muss sagen, wir haben rein saisonal betrachtet, das werden wir gleich noch sehen, und auch Präsidentschaftszyklus technisch, so nenne ich das mal, sind wir in einem sehr günstigen Umfeld, weil wir wissen nämlich, dass der Präsidentschaftswahlkampf, der jetzt stattfindet, oder das Präsidentschaftswahl in den USA 2020, dass die historisch günstig für Aktien war. Mit einer kleinen Delle, die sich da abgezeichnet hat, im Zeitfenster dann so Mai ungefähr. Also ich rede da jetzt erstmal drüber, ich werde später noch Grafiken dazu nachliefern. Und das bedeutet, aus dieser Gesamtperspektive spricht vieles dafür, dass der DAX sich eigentlich weiter aufwärts präsentieren sollte. Wir haben in diesem Zusammenhang neben diesem saisonalen Aspekt jetzt auch ein Fundamental, diverse Treiber, die sich finden. Also der erste Treiber, den hatte ich schon thematisiert. Die EZB kündigt an diesem 12.09.2019 QE-Ternity an, im Gegenwert von 20 Milliarden Euro pro Monat. Ich lasse den zweiten erstmal mal weg. Das bedeutet, etwas anders formuliert, dass die EZB jetzt im Umfang von 20 Milliarden pro Monat Anleihen von europäischen Mitgliedstaaten kauft, um an dieser Stelle ihr Inflationsziel von 2% zu erreichen, beziehungsweise um eben auch durch das weitere Drücken der Zinsen, am langfristigen Ende besonders, eine Motivation zu schaffen, für längerfristig agierende Unternehmer am Markt zu investieren, mit der Aussicht darauf, dass es ja entsprechend viel länger als bis jetzt auch vom Markt antizipiert, billiges Geld seitens der EZB zur Verfügung gestellt gibt. Das Problem bei der ganzen Sache ist jetzt rein technischer Natur. Rein technischer Natur, und da wird es jetzt ein bisschen wirklich sehr technisch. Es gibt etwas, das nennt sich Issuer Limit. Issuer Limit. Das ist im Zusammenhang mit der EZB und ihrem EZB-QE-Programm tatsächlich unglaublich wichtig zu thematisieren, denn nach diesem, also beziehungsweise ich hole mal ein bisschen weiter aus, es gibt einen Paragraphen, und zwar den Paragraphen 123a EUV. Und dieser Paragraph untersagt der EZB, dass sie eigentlich keine Staatsanleihen von europäischen Mitgliedstaaten aufkaufen darf. Ist ihr verboten. Jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Es gibt dann infolgedessen jetzt sogar Gerichtsurteile, die versuchen, diesen Umstand irgendwie juristisch in ein vernünftiges Licht zu rücken, so nenne ich es mal. Das bedeutet, etwas anders formuliert, man argumentiert zum Beispiel, dass man sagt, naja, die EZB kauft ja nicht am Primärmarkt die Anleihen auf. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, die kauft die Anleihen über den Sekundärmarkt und infolgedessen ist es ja nicht eine direkte Staatsfinanzierung, die stattfindet. So. Jetzt ist das tatsächlich juristisch so verklamüsert worden, dass man sagt, naja, damit ist dieser Paragraph ja nicht irgendwie gebrochen. Tatsächlich ist es natürlich so, wenn ich über den Primärmarkt keine anderen aufkaufe, sondern nur über den Sekundärmarkt, aber weiß, dass da jemand kauft am Sekundärmarkt, dann ist natürlich klar, dass das Auswirkungen auf den Primärmarkt hat, weil der Primärmarkt sagt, ich kann hier eigentlich kaufen, was ich will. Ich weiß, am Sekundärmarkt nimmt mir das auf jeden Fall die EZB ab. So. So, das war jetzt nur der juristische Teil. Jetzt passiert also was, die Kritik wächst in der gesamten Europäischen Union und auch an der EZB, man unterstellt ihr direkte Staatsfinanzierung. Also sagt die EZB, okay, wir legen uns selbst eine Regel auf. Wir dürfen maximal im Gegenwert von 33% der ausstehenden Anleihen einer Volkswirtschaft, einer europäischen Volkswirtschaft aufkaufen. Also das heißt etwas anders formuliert, mal angenommen, Deutschland würde, jetzt mal eine fiktive Zahl genannt, 100 Euro an Bonds ausgeben, im Gegenwert von Bonds, dann dürfte die EZB nur 33 Euro davon aufkaufen. Das sagt dieses Issuer-Limit von 33%. Gut, Problem bei der ganzen Sache ist, die EZB kauft ja nicht erst seit gestern diese Anleihen auf. Die EZB hat damit schon 2015 angefangen und schon 2015 stellte sich irgendwann die Frage, ob nicht irgendwann mal die ausstehenden Schulden dann von Deutschland begeben, dass die nicht irgendwann mal komplett von der EZB aufgekauft sind, also komplett, man sagt dann, monetarisiert werden.
In der Tat ist das in diesem Zusammenhang ebenfalls ein Problem gewesen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran, ist jetzt zwar schon anderthalb, zwei Monate her, aber der Euro hat auf diese Ankündigung damals nicht so reagiert, wie man eigentlich reagieren würde. Also wir erinnern uns mal kurz dran, Q-Eternity bedeutet, wir kaufen unendlich Anleihen auf und drücken den Zins immer weiter niedriger in negatives Territorium und noch tiefer und machen den Euro immer unattraktiver und noch unattraktiver, noch viel unattraktiver. Und trotzdem ist der Euro gestiegen an dem Tag. Weil der Markt nämlich irgendwann realisiert hat, innerhalb kürzester Zeit, Moment mal, die können doch eigentlich gar nicht unendlich Anleihen aufkaufen. Geht ja gar nicht. Weil es stehen ja bis zu dieser Grenze von 33% nur so und so viel mehr Anleihen zum Kauf eigentlich zur Verfügung. Und das hätte zum Zusammenhang mit Deutschland, so habe ich das dann da in Klammern gesetzt, im Falle von Deutschland zum Beispiel, ist dieses Level, diese 33%, bei diesem Tempo, mit dem die Anleihen aufkaufen, da ist dieses Level, dieses Issuer-Limit bereits Ende 2020 erreicht. Das heißt, eigentlich ist das kein unendliches QE, sondern es ist ein QE-Programm, welches eine Grenze hat, von der EZB selbst gesetzt. Jetzt haben wir eine personalpolitische Entscheidung gesehen der EZB, und zwar Mario Draghi ist nicht mehr EZB-Präsident. Das macht jetzt eine, ist sie Kunsthistorikerin, Frau Lagarde? Also von Wirtschaft hat die auf jeden Fall keine Ahnung, habe ich gehört. Also zumindest nicht auf dem Papier. Die war natürlich ehemalige Geschäftsführerin vom IWF und dergleichen. Man unterstelle mir bitte jetzt nicht, dass ich sie nicht mag. Also ich mag sie sehr. Ich bezweifle halt nur, dass sie eventuell nicht unbedingt kompetent ist, diesen Job zu erfüllen. Oder beziehungsweise eventuell nicht so, wie das vielleicht ein Volkswirt tun würde. So, formuliert. Ja. Wir sollten das nicht politisch werden lassen. Ich befürchte, dann wären wir hier nicht fertig heute. Aber also die Ausdehnung dieses Issuer Limits auf jeden Fall unter Lagarde darf auf jeden Fall erwartet werden und wäre für den DAX ganz klar bullisch. Weil es nämlich nichts anderes bedeutet, also erstmal rein theoretisch, weil es erstmal nichts bedeuten würde, als alles, was an Staatsschulden von Deutschland begeben würde, ich habe hier übrigens auch eine Grafik dazu, alles, was an Staatsschulden von Deutschland begeben würde, würde komplett irgendwann von der EZB aufgekauft. Das heißt, es gibt eine komplette Monetarisierung von Staatsschulden. Das kann man mal googeln. Da kommt man relativ zügig über Begrifflichkeiten wie Helikoptergeld zum Beispiel oder auch Insolvenzverschleppung. Also wenn ich sowas machen würde, dann würde früher oder später der Staatsanwalt sich bei mir melden und würde sagen, was du da machst, ist eine Insolvenzverschleppung. Aber das nur so am Rande. Wir wollen uns nicht zu sehr auf diese Thematik, wir wollen ja wissen, was mit dem DAX passiert. Rein fundamental bedeutet also dieser komplette Aufkauf von Staatsschulden, potenziell früher oder später, der stattfinden dürfte, wenn wir dieses Issuer-Limit immer weiter nach oben ausdehnen, dass eben Aktien erst recht alternativlos würden. Und wie wir es eben dann am Markt sehen, gibt es eine Vorwegnahme dessen, also sprich, das wäre eine natürlich bullische Reaktion, die wir erwarten dürften. Theoretisch. Praktisch sieht das Ganze nicht ganz so gut aus, weil, was wir hier nämlich schon sehen können, ist in Blau einmal das sogenannte EZB Balance Sheet. Okay, danke. Das EZB Balance Sheet in Blau. Das ist also die Bilanz der EZB, die, wie ich schon gerade eben gesagt, ab 2015 hier massiv ausgedehnt wurde. Mittlerweile sind wir da bei roundabout 4,5 bis hin drüber 4,7 Billionen Euro. Das ist nur die Bilanz der EZB von Staatsanleihen, die aufgekauft worden sind. Was Interessantes ist, in schwarz, damit überlagert, habe ich mal Folgendes gemacht, nämlich ich habe den DAX darüber gelegt. Also Quelle ist übrigens Trading Economics, das ist eine großartige Webseite, die solche fundamentalen Zahlen kostenlos zur Verfügung stellt. Also jeder, der sich da mal schlau machen möchte, ist herzlich willkommen auf tradingeconomics.com, sich das anzuschauen. Großartig, was da an Informationen zur Verfügung gestellt wird. Und eine ist eben auch, dass offensichtlich die Ausdehnung hier oder die Inaussichtstellung, der Markt, der antizipiert das hier natürlich, die Ausdehnung dieser EZB-Bilanz, die damals schon anstand, infolge der Euro-Schuldenkrise und dergleichen, hat begonnen, den DAX zu schieben und schob ihn nochmal weiter, auch damals dann über die 10.000er-Marke, nicht nur hier, sondern eben auch dann in der Folge da immer weiter und immer höher. Und mittlerweile sind wir allerdings in einem Bereich angekommen, wo der DAX anfängt zu konsolidieren. Das heißt also, die Inaussichtstellung von mehr Liquidität ist nur noch bedingt, wenn überhaupt, in der Lage, weiter bullische Impulse für den Aktienmarkt zu liefern. Das ähnliche Bild sehen wir auch zum Beispiel im Zusammenhang mit der Fed und der, mit der
also der Fettbilanz und der Performance des S&Ps. Also das bedeutet etwas anders formuliert, grundsätzlich, rein theoretisch, deutet fundamental gesprochen alles darauf hin, dass es für den DAX eigentlich nur weiter aufwärts gehen kann. Nur sollte die Dynamik, mit welcher diese Aufwärtsbewegung weiter vollzogen wird, die sollte deutlich abnehmen. Eventuell sollten wir uns sogar die Frage stellen, ob wir aktuell mit diesem kurzen Push auf der Oberseite, vielleicht dann auch in Richtung neuer Allzeithochs, überhaupt noch in der Lage sind, neue Hochs zu markieren. Warum sage ich das? Einer der Haupttreiber, besonders seit hier 2009, 2010, aus den Gefilden um 4.000 Punkte, die den DAX dann nach oben geschoben haben, die auch die US-amerikanischen Unternehmen, also nicht US-amerikanischen, sondern US-amerikanischen Indizes in die Höhe geschossen haben, war natürlich die Tatsache, es konnte nicht viel schlimmer werden nach der Finanzkrise. Das heißt also, wir haben nahezu unendliche Liquidität seitens der Notenbank zur Verfügung gestellt, sei es die Fed, sei es die EZB, sei es die Bank of Japan, sei es die SNB, sei es. Die haben unendlich Liquidität zur Verfügung gestellt und natürlich waren auch die Gewinnaussichten der Unternehmen entsprechend oder die Wachstumsaussichten der einzelnen Volkswirtschaften im Vergleich zur Finanzkrise. Das hat sich ja da mittlerweile alles deutlich verändert, nämlich dahingehend, dass so viel Raum auf der Oberseite im Zusammenhang mit dem Wachstum, also Wirtschaftswachstum in der Eurozone, in den USA oder auch den Unternehmensaussichten und der Unternehmensgewinne, dass sich das nicht mehr so rosig darstellt, dieses gesamte Bild. Was bedeutet, ein Mehr an Liquidität geht nicht mehr zwangsläufig Hand in Hand mit einem Mehr an Wirtschaftswachstum, was ebenfalls negative Auswirkungen potenziell auf den DAX haben dürfte. Also in der Theorie alles fein, in der Praxis stellt sich das Bild mit mehr Liquidität nicht ganz so rosig dar. Das hat die EZB mittlerweile auch festgestellt. Zum Beispiel, dass sie rein keynesianisch agierend immer mehr Liquidität, also Keynesianismus, das sagt dem einen oder anderen was? Volkswirtschaftliche Theorie? Okay. Die eine Grundannahme, ganz grob gesprochen, des Keynesianismus ist, dass der sagt, macht das Geld einfach immer billiger, das wird dann auch entsprechend nachgefragt. Ganz klassisch, wie wir in den Laden gehen und sagen, ich kaufe mehr von dem Produkt, wenn der Preis fällt. Das Problem ist nur, dass es eben auch eine verhaltensökonomische Komponente gibt, die der Keynesianismus nicht mit in seine Theorien mit einbaut. Und diese sagt, wenn ich keinen positiven Ausblick aus politischer Natur habe, aus wirtschaftlicher Perspektive habe für die jeweilige Volkswirtschaft, dann frage ich auch das noch so billige Geld nicht nach. Und wer das nicht glaubt, der schaut sich einfach an, wie sich die Kreditnachfrage nach dem ganzen billigen Geld von der EZB zur Verfügung gestellt seit 2015 dasteht. Es ist nicht vorhanden. Das Geld wird im Grunde genommen mit beiden Händen auf die Straße geschüffelt und keiner geht hin und hebt es auf. Und das ist ein Problem. Dieses Problem wird sich noch potenziell beschleunigen, just in dem Moment, wo nämlich dann sich abzeichnet, dass mehr Liquidität zur Verfügung gestellt wird, aber jetzt das Wirtschaftswachstum nicht mehr gegeben ist, sondern wir aus dieser positiven Wirtschaftswachstumsphase in eine Stagnation und dann in eine Rezession abgehen. Das wird übrigens auch dann politisch sehr interessant. Bis jetzt gab es eine relativ noch, ich bezeichne sie mal als neutrale Haltung, bezüglich zum Beispiel auch der Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik im Zusammenhang 2015 von Merkel aus, wir schaffen das und dergleichen. Ich bin da komplett unpolitisch, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Bis jetzt gab es dann ein bisschen einen Aufschrei, wenn mich jetzt jemand, mein Freund zum Beispiel, ich habe einen sehr guten Freund, der fragt mich dann, wie siehst du das eigentlich, wenn wir jetzt in eine Rezession abdriften würden? Dann sage ich, dann wird es interessant, weil dann geht es den Leuten nämlich plötzlich nicht mehr gut, sondern plötzlich ans Geld, an ihr eigenes Geld, an ihre Tasche. Und dann sind sie eventuell auch nicht mehr in der, dann stehen sie auch nicht mehr beifallklatschend am Straßenrand, sondern dann wird der Egoismus ganz natürlich dafür sorgen, dass sie als Hauptfokus erstmal sich selbst haben, bevor sie anderen planen zu helfen. Und dann wird es besonders interessant, denn dann kommt zu einer sich wirtschaftlich eintrübenden Lage auch noch eine politische Unsicherheit, die ergänzend dazu für den DAX vielleicht nicht mehr so positiv ist. Aber das einfach nur mal als größerer Gedanke rund um den DAX. Jetzt kommen wir zur FED. Ja, wir waren es bei der EZB, jetzt kommen wir zur FED. Die FED kündigt das sogenannte Non-QE-QE an. Was ist ein Non-QE? Ein Non-QE ist ein QE, welches aber kein QE ist. Wenn ich das auf Englisch gesagt hätte, würden Sie sagen, oh, bei Tickmill spricht heute der Fed-Chairman Powell persönlich. Denn genau so hat Fed-Chairman Powell dieses jetzt offensichtliche QE-Programm der breiten Masse erklärt. Ich hatte das gerade eben schon gesagt, aktuell läuft seit Mitte Oktober, also ganz frisch, ein im Gegenwert von 60 Milliarden US-Dollar pro Monat, mindestens für 8,5 Monate, also das heißt bis Mitte nächsten Jahres, zu Beginn der Fußball-Europameisterschaft passend, läuft dieses Programm aus. Das heißt also etwas anders formuliert, wir gucken alle Fußball und die FED wird dann parallel dazu eventuell dieses Programm verlängern. Ja?
das, wie gesagt, interessanterweise auch potenziell die Schuldenproblematik in den USA nochmal forcieren dürfte. Aber viel interessanter ist, warum sie das tut. Das sagte ich gerade schon. Sie tut das ausgehend von einem Liquiditätsengpass am US-Geldmarkt, am Repo-Markt. Das hat der eine oder andere vielleicht gar nicht mitbekommen. Nur um das ganz kurz zu erklären. Ich hatte dazu das beim Morning-Meeting gemacht, ich habe das jetzt hier nicht so gut vorbereitet. Aber also Sie stellen sich das am besten wie folgt vor. Eine Bank, die hat kurzfristige Verpflichtungen, denen sie nachzukommen hat. Und das Geld hierfür leiht sie sich über Nacht und verkauft hierfür Staatsanleihen aus ihrem Portfolio. Also anders formuliert, stellen wir uns folgendes vor. Julian hat ein Unternehmen. Julian ist Zulieferer. Also du hast irgendwie irgendwelche LKWs. Und mit diesen LKWs fährst du halt, jetzt brauchst du Geld. Und zwar, um deine morgendlichen Verpflichtungen in irgendeiner Form zu bedienen, um dann das Geld bei deinen Auftraggebern eben zu holen, um dann das zurückzuzahlen an mich, beziehungsweise dein Geschäft weiter voranzutreiben. Ich bin der, der das Geld hat. Und du kommst zu mir und sagst, ey, pass mal auf, ich brauche 100 Euro. Und sage ich, ja klar, kriegst du von mir 100 Euro über Nacht, du kannst deinen Verbindlichkeiten nachkommen, machst dein Business und ausgehend davon kriege ich von dir dann 101 Euro zurück am nächsten Tag. So muss man sich das vorstellen, so machen Banken Geschäfte untereinander. Das heißt, die haben nur etwas größere Summen. Die fragen also Liquidität nach, verkaufen hierfür kurzfristig ihre Staatsanleihen und sobald dann von dir zum Beispiel, sagen wir mal, du hast einen Hammer oder so und du sagst, pass mal auf, ich verkaufe dir den Hammer für die 101 Euro, nehme ich den Hammer, schöner Hammer, du hast 100 Euro, machst dein Business, gehst zurück und kaufst den Hammer von mir für 101 Euro zurück. Das ist ein Repo-Geschäft. Kurzfristige Liquiditätsversorgung des Marktes. So kann man sich das bei Banken vorstellen. Problematisch wird es nur dann, wenn plötzlich am Repo-Markt die Zinsen anfangen nach oben zu schießen, weil kein Geld mehr da ist, welches über Nacht zur Verfügung gestellt werden kann, damit Banken am nächsten Tag auch noch ihre Rechnungen bzw. ihren Verpflichtungen nachkommen können. Das sind dann übrigens jene Tage, das was ich hier beschreibe, das ist 2019. Das ist nicht Liquiditätsengpass am Kreditmarkt 2008, als Lehman Brothers gecrashed ist und die Banken sich untereinander kein Geld mehr geliehen haben. Das ist aktuell. Also das heißt etwas anders formuliert, ja. Genau, dieses System hat Grenzen. Dieses System hat Grenzen. Also dieses ganze, also wir im Grunde genommen, ich rede jetzt hier auch nicht über irgendein Schneeballsystem oder so, auch wenn das vielleicht den Anschein macht. Aber das ist im Endeffekt nichts, das ist das, was wir zu sehen bekommen. Und was das Problem dabei darstellt, also wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, wo kommt denn eigentlich der Crash am Aktienmarkt her? Was passiert denn eigentlich? Warum haben wir plötzlich morgens eine Abwärtsbewegung von Hunderten von Punkten, ausgehend von einer Liquiditätsklemme am Kreditmarkt? Na ganz einfach, die brauchen Geld, mit dem sie ihren Verpflichtungen nachkommen können. Und die machen alles zu Geld, was sie haben. Und dann fangen sie eben an, Aktien zu verkaufen zum Beispiel. Oder Anleihen auf den Markt zu schippen oder was auch immer. Also die versuchen irgendwie liquide zu werden. Das heißt, dieser Geldmarkt und dass dieser liquide bleibt, dass genügend Liquidität dem Markt zur Verfügung gestellt wird, ist essentiell wichtig. Und der Markt hat plötzlich angefangen, im September, Oktober Schwierigkeiten zu machen. Und da gab es diese Spikes. Spikes in Zinsen bedeutet, Liquidität ist knapp. Also muss die Fed einspringen. Wo kommt diese Knappheit der Liquidität her? Naja, durch die Tatsache, dass die Fed ja jetzt 10 Jahre lang immer wieder Geld in den Markt gepumpt hat und im Grunde genommen dafür gesorgt hat, dass der Markt sich gar nicht selbst regulieren musste, sondern dafür gesorgt hat, dass immer diese Liquidität zur Verfügung gestellt wurde. Also im Grunde genommen hat sich die Regulierung des Marktes dahingehend zurückgezogen, dass die dann gesagt haben, na, die Fed wird es schon richten. Und als die Fed dann angefangen hat mit ihrem sogenannten Quantitative Tightening, also nicht nur dem Anheben des Leitzinses, sondern ergänzend dazu auch noch der Rückführung ihrer massiv ausgedehnten Bilanz, hat das dazu eben geführt, dass plötzlich der Geldmarkt, das ist mit Zeit nicht verzögert, aber dennoch beginnt auszutrocknen und es dann eben hier in diesem Zusammenhang zu diesem Liquiditätsengpass kommt, den die Fed jetzt versucht dahingehend in den Griff zu bekommen, dass sie eben im Gegenwert von 100 Milliarden und mehr über Nacht Geld ins System gibt. Auch das ist aber bei aller Skepsis erstmal per se bullisch für Aktien, weil die Fed mehr Geld in den Kreislauf pumpt. Jetzt kommt die Ironie bei der Sache. Was wir hier sehen, ist genau die Grafik wie gerade, nur dass die blaue Linie diesmal die Fed-Bilanz ist. Und wir sehen auch, dass das offensichtlich entsprechend hier
mit dem Aktienmarkt in schwarz dargestellt, das ist der Dow Jones, dass das mit entsprechenden Aufschlägen am Aktienmarkt korrespondiert. Was auch interessant ist, wir sprachen, hier, wir sprachen hier, und auch hier schon eigentlich beginnend, von QE1, QE2, Operation Twist, QE3 und so weiter und so weiter. Das hier, und das ist auch eine Grafik, die ist Anfang Oktober entstanden. Also das heißt, das hat sich mittlerweile auch schon wieder deutlicher ausgedehnt. Das hier, dieser Peaks in dieser blauen Kurve nach oben, das ist angeblich kein QE. Das ist jetzt ein Non-QE-QE, also eine technische, also wir verstehen uns. Dieser Piekser da nach oben bedeutet, es gibt massives Problem am Markt. Der Markt kann sich offensichtlich nicht mehr selbst regulieren und es trocknet Liquidität aus. Das heißt also, wir sind nur noch über externe staatliche Instanzen in der Lage, dafür Sorge zu tragen, dass der Markt sich einigermaßen stabil hält. Nichtsdestotrotz, wir sollten uns immer Folgendes vor Augen führen. Wir sind in einem Jahr vor einer US-Präsidentschaftswahl und US-Präsident Trump hat kein Interesse daran, dass es zu Turbulenzen am Aktienmarkt. Er definiert seine Performance als Präsident in den USA unter anderem darüber in Punkten des Dow Jones. Er möchte nicht sehen, dass es dort zu Turbulenzen kommt. Das heißt, er wird alles dafür tun und deswegen attackiert er auch die Fed immer wieder und immer wieder und immer wieder. Er wird alles dafür tun, dass dieser Motor am Laufen bleibt. Das heißt, diesen Zusammenhang, den hat er schon erkannt. Und zweitens sollten wir auch sehen, dass natürlich hier eine entsprechende Interesse seinerseits gegeben ist, dafür Sorge zu tragen, dass die US-Wirtschaft nicht in eine Rezession abtritt, zumindest nicht, bevor er in seine zweite Amtszeit übergegangen ist und die Wahl gewonnen hat. Das bedeutet also etwas anders formuliert, auch aus dieser Perspektive, es spricht wenig dafür, dass es hier plötzlich zu einem Knall kommt, zumindest keinem, den wir aktuell sehen. Man könnte natürlich auch ein bisschen weitergehen, bezogen auf Donald Trump, wenn man die mediale Berichterstattung sich anschaut. Grundsätzlich auf Trump bezogen, dann ist die nicht positiv. Und jetzt ist es natürlich auch so, wir können natürlich auch einen Zusammenhang dahingehend herstellen, dass wir sagen, nun, die mediale Berichterstattung wird natürlich von größeren Mächten, von einer unsichtbaren Hand, so nennen wir sie mal, wird die natürlich mit ganz definitiv beeinflusst. Das bedeutet also, es gibt Kräfte am Markt, die Trump nicht sehr wohlgesonnen sind. Das bedeutet etwas anders formuliert, wenn es Trump sich mit denen verscherzt oder die jetzt infolge seiner auch sehr erratischen Verhaltensweisen früher oder später sagen, wir sorgen jetzt ausgehend von unserer Machtposition dafür, dass der Markt sich turbulenter zeigt und dass dem Markt hier Liquidität entzogen wird und es vielleicht auch dann bewusst zu einer Rezession in den USA kommt, dann ist natürlich dieses gesamte von mir skizzierte Bild hinsichtlich des bullischen Ausblicks hinfällig. Solange das aber nicht passiert, spricht wenig dafür, dass es hier zu einer tieferen Korrekturbewegung im US-Aktienmarkt kommt, was natürlich zwangsläufig auch positive Auswirkungen auf den DAX hat. Und das sieht man dann in der nächsten Grafik. Ich stelle jetzt schon hier die Frage, also ich habe sie eigentlich gerade schon thematisiert, ist QE, also dieses zur Verfügungstellung von Liquidität durch Notenbanken, ist das uneingeschränkt aktienbullisch? Nein. Ausgehend von nämlich dieser Überlegung, dass wir hier eine jetzt nicht mehr so positive Aussicht für das Wirtschaftswachstum haben. Also das Wirtschaftswachstum als solches stagniert, eher zeigt sich rezessiv, was dann in Verbindung mit mehr Liquidität seitens der Notenbank nicht zwangsläufig zu steigenden Aktienkursen führt. Aber, oder beziehungsweise langfristig ist das so. Kurzfristig reicht es aber aus, um den Markt zumindest zu stabilisieren, vielleicht sogar noch mal ein Stück weit höher zu treiben. Und das sind eben noch mal diese zwei Grafiken, um nur die positiven Effekte von QE zu sehen. Ja, sowohl im DAX hier links, als auch dort im Dow Jones dann in dem Fall auf der rechten Seite. Und wo wir auch jetzt schon sehen, dass eben eine Stagnation des QEs natürlich hier entsprechend zu einer eher durchwachsenen Performance führt. Das heißt also, man sollte wahrscheinlich eher bei solch einem erneuten Anstieg dieser blaufarbenen Linie, auch letztlich diese schwarzfarbene Linie, auch dem Markt zumindest vielleicht nicht unbedingt verzögert, aber anspringt zumindest, dass diese bullische Tendenz weitergeht. Aber man sollte die aktuellen Niveaus nicht unbedingt dafür nutzen, meiner Meinung nach, jetzt aggressive Long-Positionen aufzubauen und davon auszugehen, dass wir nochmal so einen Run zu sehen bekommen, wie wir ihn schon mal gesehen haben. Das war also jetzt das fundamentale Bild. Technisch? Naja, technisch bin ich jetzt erstmal, ich mache auch gleich ein Bild darunter. Also wie gesagt, der Chart ist ein bisschen verzögert, weil ich den Vortrag schon früher vorbereitet habe. Aber was der Chart, glaube ich, relativ gut einfängt, ist vor allem
diese gleitende Durchschnittslinie, in dem Fall die rot, pinkfarbene, die pinkfarbene ist die 200-Tage-Linie. Und man kann erstmal ganz grob sagen, solange wir oberhalb der 200-Tage-Linie handeln, sind wir langfristig potenziell eher bullish. Auch wenn natürlich der Fall unter die 200-Tage-Linie hier, das war im vierten Quartal 2000 und deutlicher Fall unter, in dem Fall von DAX, vom DAX unter diese 200-Tage-Linie, ein erstes Warnsignal ist für längerfristige Aktienpositionen. Aber für langfristige Investoren oder langfristig orientierte Trader kann man definitiv sagen, diese 200-Tage-Linie ist so eine Linie im Sand. Und solange wir oberhalb dieser handeln, sollte grundsätzlich auch nicht davon ausgegangen werden, dass wir jetzt eine stärkere Abwärtsbewegung sehen. Sollte früher oder später natürlich ein Fall unter diese wieder stattfinden, dann könnte sich auch zügig mal ein sehr, sehr unangenehmer Verlauf, sehr Art, wie wir im letzten Jahr zu sehen bekommen haben, im vierten Quartal anzeigen, wo wir dann innerhalb kürzester Zeit 25-30% auch im DAX korrigieren können. Also das ist mal Punkt 1. Jetzt sieht man da, und das ist ganz interessant, ich habe, wie gesagt, diese Grafik vorbereitet, das war im Anfang Oktober. Ich habe da geschrieben, grundsätzlich bullish, primär durch US-Märkte sollte eine Eroberung der 13.000er-Marke erfolgen, das hat mittlerweile stattgefunden, würde ich mit nachhaltigem Bruch der 13.200 sogar neue Allzeithochs im DAX sehen. Wir sind über die 13.200 gebrochen, wir pendeln aktuell um dieses Niveau. Fakt ist, also jetzt stellt sich gerade kurzfristig vielleicht auch im Hinblick auf eine Jahresendrallye so ein bisschen die Frage, gelingt der Bruch oder nicht? Aber man kann daran schon absehen oder ablesen, ich bin grundsätzlich auch rein technisch eher auf der Long-Seite, zumindest kurzfristig anzusiedeln. Wobei natürlich immer im Hinterkopf gehalten werden sollte, sobald es turbulent werden würde, infolge zum Beispiel einer solchen übergeordneten Intervention seitens dieser unsichtbaren Hand, der Trump ein Dorn im Auge ist. Ist im DAX, oder nicht nur im DAX, sondern am US-amerikanischen Aktienmarkt, aber dann eben auch auswirkend auf den DAX, mit Sicherheit realistisch auch, nochmal nicht nur mit dem Fall zurück unter die 13.000, sondern auch unter die 12.000er Marke zu rechnen. Und dann wäre bei einem Fall auch erneut unter eben, wie gesagt, diese pinkfarbene Linie, mit Sicherheit auch nochmal eine größere Korrekturbewegung, Ziel kleiner 10.000 Punkte realistisch. Aber dass wir da hinkommen, da müssen viele Faktoren erstmal zusammenkommen. Also erstens müssen die Notenbanken die Kontrolle verlieren. Der Markt muss realisieren, dass die Notenbanken die Kontrolle verloren haben. Und dann müsste das entsprechend auch sich sentimenttechnisch vielleicht noch ein bisschen fügen. Und genau da kommen wir nämlich jetzt rein. Also sentimenttechnisch, querstrich zyklisch, querstrich saisonal. Ich habe hier von der Webseite Stock Street habe ich mir zwei Grafiken genommen. Und zwar zwei. Die eine zeigt einmal Aktienindizes, in dem Fall bezogen übrigens direkt auf den DAX, im US-Vorwahljahr, der Durchschnitt von 1963 bis 2015. Schon mal ein bisschen schwierig, weil eigentlich gibt es den DAX erst seit 1988. Vorher gab es aber den sogenannten, unter anderem auch Hardy-Index, zurückgehend bis 1958, und das hat man dann einfach entsprechend hier mit einbezogen. Also nur das ganz kurz zur Erklärung. Und was ganz interessant ist, die aktuelle Performance im DAX, wir sind aufs Jahr, sind wir bei etwa 20% plus aktuell. Das passt ganz gut mit dem saisonalen Verlauf, den man eigentlich hat erwarten können. Interessanterweise, muss man sagen, im Vorwahljahr sehen wir hier, da sind wir jetzt hier ungefähr, so in der Mitte. 31.10. bis 30.11. Wir sind ungefähr hier. Wir haben solch eine Korrekturbewegung, die eigentlich klassisch aus Vorwahljahren man kennt. Also von Mitte des Jahres kommend ungefähr, hier so ab Juni, Juli bis hierhin. Diese Korrekturbewegung, die haben wir gar nicht gesehen. Also wir haben einen sehr starken Start ins Jahr gehabt und haben aber gar nicht die Korrektur gesehen. Sehen aber jetzt zum Beispiel, dass ab Mitte ungefähr hier, ab Mitte November sich dann nochmal ein massiver Schub auf der Oberseite zeigt. Also aus der Perspektive spricht zum Beispiel jetzt auch alles oder einiges zumindest dafür, dass wir dann sogar diese Jahresendrallye sehen und der DAX auch realistisch neue Allzeithochs machen kann. Also rein saisonal zyklisch gesprochen. Und nicht nur das. Jetzt kommen wir mal hier ins Präsidentschaftswahljahr. Also das heißt, dass es dann ab Januar 2020 beginnt. Da sieht man ebenfalls, dass wir bis mindestens Mai nochmal Aufschläge sehen, um die 5% von 100 ausgehend hier. Dann eine kurze Korrektur und dann nochmal bis kurz vor der Wahl, also das heißt hier bis ungefähr Mitte, Ende September, noch einmal auf der Oberseite Aufschläge sehen, die uns dann aufs Jahr im Schnitt jedenfalls um 7%
treiben. Also das bedeutet etwas konkreter formuliert, wenn ich das jetzt mal in DAX-Punkten ausdrücken müsste. Der DAX hat realistisch Potenzial, wenn das so laufen sollte, wie es die letzten 50 Jahre sind es dann ungefähr, ja, 50, 55 Jahre gelaufen ist, hat der DAX realistisch Potenzial, deutlich über 14.000 Punkte zu laufen. 14.500 bis 15.000 Punkte. Was sich auch alles ganz gut fügt in das, was ich gerade fundamental gezeichnet habe. Solange die Notenbanken, solange die EZB, davon ist sowieso auszugehen, unter der Prämisse von Lagarde, weiter expansiv agiert und nicht nur expansiv agiert, sondern obendrein dieses sogenannte Issuer-Limit nach oben anpasst. Also das heißt, man kann dann immer mehr Staatsschulden monetarisieren, also das heißt deutsche Bonds aufkaufen und ergänzen dazu, eventuell sogar die Fed auf die Idee kommt zu sagen, wir müssen eigentlich über Juni 2020 hinaus weiter Anleihen am Repo-Markt kaufen. Das geht gar nicht anders, weil wenn wir uns jetzt zurückziehen, trocknet die Liquidität wieder ein und wir provozieren einen eventuell sogar massiven Crash, der Lehman-ähnliche Züge annehmen könnte. Dann haben wir auch aus der fundamentalen Perspektive geldpolitisch genau das Umfeld, was wir eigentlich brauchen, um diese Bewegung auch im DAX dann eben zu rechtfertigen, über 14.500 Punkte, 15.000 Punkte eventuell sogar zu treiben. Soweit die Theorie jedenfalls. Zusammenfassung. Ja, noch ein paar Fragen. Also, mein persönliches Szenario ist aktuell, ich sehe eher einen neutral bis bärischen Jahresausklang, da wir im DAX eben rund die 18-20% bereits überdurchschnittlich gut für ein US-Vorwahljahr gelaufen sind. Das heißt also, ich gestehe dem DAX eigentlich ehrlich gesprochen nicht mehr so viel Potenzial zu, außer das, was wir jetzt gesehen haben, ist eben eine Bewegung, die wirklich auch nachhaltiger Natur über die 13.000er Marke als, sich als solche bezeichnen lassen darf. Es hängt so ein bisschen mit Sicherheit jetzt neben das, dem, was ich gerade skizziert habe, auch davon ab, was passiert eigentlich im Zusammenhang mit den USA und China. Also das heißt, was bekommen wir eigentlich hier in dieser Hinsicht noch zu sehen? Ich habe gestern erst wieder eine Nachricht, die über Ticker lief, gelesen, dieser Phase One, also man hat ja jetzt gesagt, also einen Deal finden wir auf jeden Fall. Der Trump ist da ja auch sehr engagiert, das immer wieder zu betonen. Und jetzt hat man das aber aufgesplittet. Und naja, jetzt ist es eben so, dass das, sich das aber doch schwieriger darstellt. Also die Chinesen sind doch nicht so willens, ohne entsprechende Zugeständnisse seitens Donald Trump oder seitens des Weißen Hauses, seitens Donald Trump, zum Beispiel im Hinblick auf die Rücknahme dieser bereits verkündeten Importzölle, ist nicht wirklich so willens, dann diesen Deal zu unterzeichnen. Will also Zugeständnisse. Trump selber will diese Zugeständnisse nicht machen. Nachvollziehbarerweise, denn ein Mensch wie er würde darin mit Sicherheit ein Zeichen von Schwäche sehen. Ja? Oder beziehungsweise denken, dass andere das daran sehen würden, dieses Zeichen von Schwäche. Und genau diese Unsicherheit ist eventuell dann wiederum was, was kurzfristig in der Lage ist, den DAX zumindest zurückzuhalten. Ich würde aber dennoch gefühlt diese bärische Tendenz mittlerweile rausnehmen, weil ich habe es gerade auf dieser Grafik gezeigt, weil eben die Tatsache, dass wir rein historisch betrachtet über die letzten 50 Jahre aus dem Zeitfenster ab Mitte November, also heute beginnt, ja, diese Entwicklung gesehen haben, dass wir eigentlich nochmal eine realistische Chance haben dürften, wie gesagt, die Allzeithochs ins Visier zu nehmen. Also ich bin ganz vorsichtig neutral mit eher vielleicht sogar bullischer Tendenz mittlerweile. Und ich schreibe es dann auch schon im nächsten, wenn wir es jetzt nicht sofort zu sehen bekommen, zu Weihnachten, dann gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall einen sehr bullischen Start ins Jahr 2020 sehen sollten. Gesetzt im Fall, es bleibt alles, wie es ist. Ne? Also ich habe jetzt keine Eventualitäten mit eingezogen, wie zum Beispiel 2008, als dann Jérôme Kerviel, also das ist der eine oder andere Sachs, die Kollegen von der Société Générale sind ja direkt da drüben. Ja? Das ist ja ein sogenannter Rug-Trader gewesen, also einer der gegen die Vorgaben des Risikomanagements angeblich verstoßen hat, eine riesengroße Long-Position damals im DAX, im FDAX aufgebaut hat und das dann, nachdem sich das herausgestellt hat, nicht ganz so patente Trader, der Société Générale gesagt, wir müssen die Position liquidieren. Ja, wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja, verkauft. Und dann haben die einfach verkauft. Ja, wir gucken sich den Chartverlauf an, 2008, Januar, das war nicht Lehman Brothers initiiert oder sonst dergleichen. Das hatte vor allem seinen Ursprung darin, dass eben FDAX seitens Frankreichs auf den Markt geschüttet wurden, in größerem Umfang. So etwas natürlich jetzt ausgeblendet, das kann man nicht vorhersehen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was wir mit einkalkulierten Hinterkopf behalten sollten. Bleibt all das aus,
haben wir einen potenziell bullischen Start ins Jahr 2020 und wie gesagt, sogar dieses Potenzial für neue Allzeithochs sogar sehr wahrscheinlich, dass wir neue Allzeithochs markieren. Und wie gesagt, Treiber für diesen bullischen Ausblick ist die expansive Geldpolitik, sowohl der EZB als auch der FED. Und davon ist nicht so auszugehen, dass das sich ändert. Seitens der EZB nochmal sowieso nicht, seitens der FED auch sehr unwahrscheinlich. Dennoch, und das ist das, was ich eben gerade eben schon andeutete mit dieser unsichtbaren Hand, wir sollten uns hüten, besonders jetzt so übermäßig DAX-bullisch zu werden, dass wir einfach sagen, naja, dann kaufe ich einfach einen Trade, habe keinen Stop, ja, und gehe einfach die Position long und gut ist. Schärfere Ausschläge, steigende Wohler durch Trump, sein erratisches Verhalten und all den Leuten, denen er auf die Füße getreten ist, hinsichtlich auch des Impeachment-Verfahrens, welches jetzt da gerade beispielsweise läuft, hinsichtlich dieser innenpolitischen Unsicherheit, der er sich ausgesetzt sieht und die die Chinesen wiederum veranlassen könnte zu sagen, naja, dann bauen wir jetzt auch Druck auf und sagen, also entweder du lieferst uns das, was wir wollen, oder aber du kriegst von uns keinen Deal und kannst noch weniger vorweisen aus politischer Perspektive im Hinblick auf den jetzt anhaltenden US-Wahlkampf. Das ist auf jeden Fall etwas, was stärkere Kursausschläge begünstigen könnte. Und auch da sollten wir uns immer klar machen, Anfang 2018 zum Beispiel war das auch ein Thema. Ich habe dazu jetzt keine Grafik vorbereitet, aber derzeit sehen wir zum Beispiel auf den VIX, auf den Volatilitätsindex, auf den S&P, eine noch nie dagewesene Short-Position in Volatilität. Also anders, ich formuliere es um. Was die Marktteilnehmer, diese Großspekulanten machen, ist, die verkaufen diese Volatilität und kaufen zeitgleich, und dadurch kommt auch diese Stabilisierung auf hohem Niveau, kaufen zeitgleich Aktien. Das nennt man sogenannten Risk-Parity-Ansatz, ohne dazu in die Details zu gehen. Das Problem dabei ist nur, dass du irgendwann so aggressiv short bist, dass kleinste Kursrücksetzer in der Lage sind, deine Risikoparameter des jeweils von dir gehandelten Risikomanagements, welches du als Bank hast, dahingehend zu treiben, zu sagen, wir verkaufen eine Position und sich dann diese Position beginnt, immer weiter aufzulösen, weil eben computerisiert, algorithmisch umgesetzt, dass das dazu führt, dass es dann eben zu solchen Flash-Crashs kommt, wie zum Beispiel im Februar 2018. Der eine oder andere hat das vielleicht gesehen, wo wir dann innerhalb kürzester Zeit plötzlich 1000 Punkte, 2000 Punkte, 3000 Punkte im Dow Jones an der damaligen Stelle verlieren. Einfach begünstigt durch die Tatsache, dass irgendwelche Algorithmen anfangen, hier eine entsprechende Adjustierung dieser Portfolios vorzunehmen. Aggressiv Aktien long, aggressiv Wohler short, irgendwann muss ich Volatilität zurückkaufen, Aktienpositionen reduzieren und dann kommt es eben zu dieser sogenannten Mean Reversion. Der Markt, der fängt an, stark ins Gleichgewicht zurückzupendeln, was dann eben diese enorm anziehende Volatilität zur Folge hat. Was auch übrigens ein Zeichen dafür sein könnte, dass es die jeweilige Notenbank, die dem Grundsystem unterliegt, eventuell ein bisschen übertrieben hat bezüglich dieses sogenannten Moral Hazard. Also das heißt, ihr könnt euch auf uns verlassen, wir werden schon alles dafür tun, um das Grundsystem oder das System am Laufen zu halten. Und das wäre es tatsächlich meinerseits gewesen. Möchte jemand noch irgendwas wissen? Ja, bitte. Ja. Und dass die Fed auch nicht mehr die Zinsen senken will, da hat der Markt überhaupt nicht mehr reagiert. Das waren ja bisher immer die Kurstreiber gewesen. Das ist ein ganz interessanter Hinweis. Das sollten wir vielleicht mal kurz aufgreifen. Also die Dame hat Folgendes gesagt. Der Markt reagiert aktuell gar nicht mehr auf solche Meldungen, die vor kurzer Zeit in der Lage waren, stärkere Schwankungen auf den Weg zu bringen. Ich habe das schon vor ziemlich genau einem Jahr gesagt. Vor einem Dreivierteljahr war es. Als nämlich Folgendes passiert ist. Wir erinnern uns an diese massive Volatilität im vierten Quartal 2018. Ne? Diesen massiven Kursausstieg, ich hole es nochmal hier ganz kurz drauf. So, das ist jetzt der DAX. Hier, das war September, eigentlich, wir müssen mal gucken, vielleicht gehe ich nochmal eine Folie zurück. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Ich sollte nicht so nah zu dir gehen. Also hier, da, der Strahl da unten, das ist der Dow Jones. Und das gab in diesem Zusammenhang, also was hat dazu geführt? Die Fed hat im Grunde genommen noch Anfang Oktober 2018 gesagt, wir sind noch sehr weit unter dem sogenannten Normalzins. Und was sie damit gesagt hat oder was sie damit ausdrücken wollte, war, wir sind noch nicht mit unserem Zinsanhebungszyklus an einen Punkt angekommen, wo die einkommenden Daten, also das heißt Arbeitslosigkeit, Inflation und Wirtschaftswachstum und, in der Lage sind,
unsere Entscheidungen zu beeinflussen oder dafür Sorge zu tragen, dass wir eine geldpolitische Entscheidung treffen. Das bedeutet etwas anders formuliert, der Markt hat damals erwartet, dass die Fed weiter dem Markt Geld entzieht. Also das heißt, den Zins, den Leitzins weiter auch aggressiv anheben wird. Und daraufhin hat der Markt dann auch besonders, weil ergänzend hierzu von Jay Powell damals gesagt wurde, unsere Reduktion der Fed-Bilanz läuft auf Autopilot, hat er dafür gesorgt, dass der Markt plötzlich dachte, okay, damit ist der sogenannte Fed-Put weg. Also der Fed-Put war das, was zum Beispiel Alan Greenspan installiert hat, wo man sagte, wird's turbulent, kommen wir zur Hilfe und löschen den Brand. Jetzt mal im übertragenen Sinne. Das bedeutet also, sollte es irgendwie stärker volatil werden, auch zu Zeiten der Finanzkrise, sollte der Markt anfangen, hier sich stärker schwankungsintensiv zu präsentieren, kommt die Fed, flutet den Markt mit Liquidität und liquidiert sämtliche eventuell entstehende Probleme einfach weg. Also wie ein Motor, der einen Kolbenfresser hat, wo ich einfach sage, ich könnte jetzt zwar sagen, der Kolben ist kaputt und ich muss den auswechseln, oder ich kippe einfach literweise Öl drauf. Und wird schon weiterlaufen. Funktioniert schon. Ja, weil sieht ja auch keiner mehr, weil ist ja auch noch Öl dann drauf gekippt worden. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Wir haben damals dann in einem unglaublichen Bullrun im ersten Halbjahr 2019, wir haben noch nie so stark performt in den ersten 6 Monaten, oder selten so stark, so will ich es mal formulieren, haben wir so stark performt. Und das hat damit zu tun gehabt, dass zum einen die Fed hergegangen ist und gesagt hat, wir stellen euch Liquidität zur Verfügung, Zinssenkungen sind jetzt das Gebot der Stunde. Liquidität in Form von QE wurde damals schon thematisiert. Und ergänzend dazu kam Donald Trump und sagte immer wieder, ja, ein Deal ist on the way. Also das heißt, wir sind dabei, einen Deal zu finden. Und das wurde in solch einer Aggressivität getan und einer solchen Vehemenz und einer solchen immer wiederkehrenden, dass man irgendwann gesagt hat, so jetzt geht's mir aber echt auf den Keks. Du hast morgens den Ticker angemacht und hattest erstmal die nächste Meldung. War es nicht Donald Trump, dann war es Will Ross oder wie auch immer der hieß, irgendwelche Chief Economic Advisor und was weiß ich nicht, was alles. Und alle haben immer gesagt, China, da wird es einen Deal geben und einen Deal geben. Und irgendwann hat sich herausgestellt, das ist heiße Luft. Da kommt gar nichts. Da kommt kein Deal. Der lässt sich auch nicht so einfach finden mit zwei solch großen Volkswirtschaften, wie es die USA und China sind. Und ich habe damals gesagt, als ich das abzeichnete, der Moment, wo der Markt nicht mehr darauf reagiert, ist ganz gefährlich, weil dann ist nämlich genau der Moment gegeben, wo die Notenbanken begonnen haben, die Kontrolle zu verlieren. Oder auch die Politik, wo das Vertrauen in die Politik so erschüttert ist oder beziehungsweise nicht mehr gegeben, weil einfach nicht geliefert wird, das, was immer in Aussicht gestellt wird, dass der Markt sich einfach sagt, wir ignorieren das. Und das sind erste Anzeichen meiner Meinung nach, wo die Dame darauf hinwies, dass der Markt nicht mehr darauf reagiert oder nur noch ganz minimal, dass ein Dominostein, aktuell kippen die noch nicht, aber die wackeln auf jeden Fall schon. Ein kippender Dominostein, der einen Dominoeffekt auf den Weg bringt, der wird nicht nur solch einen Abverkauf wie letztes Jahr im vierten Quartal auf den Weg bringen, der wird nochmal wesentlich dramatischer ausfallen und er ist mehr aufzuhalten durch eine Notenbank, die dann in der Lage ist zu sagen, wir stellen Liquidität zur Verfügung. Das könnt ihr zwar machen, aber es hat ja keine positiven Effekte zur Folge. Also es gibt eventuell starke Schwankungen auf der Ober-, auf der Unterseite, aber dass es in irgendeiner Form zu einer Stabilisierung kommt, dass der Markt nochmal volatilitätsabbauend oder also schwankungsabbauend eher wieder in Richtung seiner vorherigen Hochs läuft, das ist dann nicht mehr unbedingt gewährleistet. Und ich glaube, das, was wir derzeit sehen, sind erste Anzeichen, die das gesamte Szenario, was ich skizziert habe, wiederum sehr optimistisch anmuten lassen. Also ich denke, die hat noch die Kontrolle und ich denke auch, dass die EZB und auch die Fed in der Lage sind, diese Schwankungen eben abzufedern, aber der Einfluss, den sie auf die Märkte hat, der wird definitiv kleiner. Und das bedeutet etwas anders formuliert, wenn sich ein externer Trigger findet, ein Algorithmus, der sich verselbstständigt, ein Abverkauf, ein Flashcrash, was auch immer, dann wird es für die Notenbank und auch die Politik grundsätzlich extrem schwer werden, dieses dann sich aufbauende, ich nenne es jetzt mal Volatilitätsungetüm, wieder einzufangen. Und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wir sollen uns auch erinnern, ich gebe auch einen Buchtipp. Und zwar, Dirk Labs hat ein Buch geschrieben, Bad Bank. Das ist die Geschichte der Deutschen Bank. Und in diesem Buch wird unter anderem auch sehr, sehr schön skizziert, also nicht, dass es er es nur aufgegriffen hat, es gibt auch mittlerweile andere Dokumentationen und Berichterstattung hierum. Aber also wir haben am Abgrund gestanden 2008 und wir haben in ein schwarzes Loch geblickt. Und Peer Steinbrück hat damals dann in diesem Zusammenhang, damals war er Finanzminister, hat er gesagt, wir waren wirklich am Rande einer Katastrophe und wir konnten, selbst die Inaussichtstellung der Bundesregierung damals, dass die Bundesregierung die Einlagen deutscher Sparer bzw. deutscher Banken grundsätzlich als sicher bezeichnet hat, die waren zu keinem Zeitpunkt sicher. Dadurch, dass wir heute diese Information haben, wird eine solche Aussage auch nicht mehr davor schützen, dass es dann zu einem sogenannten Bankrun kommt.
Die, also spätestens, wenn die Politiker anfangen, sich so zu äußern, eure Gelder sind sicher, werden deutsche Sparer durch diese Ereignisse schnellstmöglichst beide Füße in die Hand nehmen, zur Bank rennen und alles Geld, was sie haben, abziehen. Auch deswegen gibt es ja zum Beispiel auch diesen immer wieder jetzt kehrenden Hinweis, man sollte sich überlegen, nicht eventuell Gold zu kaufen in irgendeiner Form. Also ich will keine Crash-Szenarien formulieren, ich will nur sagen, es gibt erste Anzeichen, erste Kratzer in dieser Fassade, die sich ganz schnell zu einem riesengroßen Problem auftürmen könnten, mit dem wir uns konfrontiert sehen, welches Anfänge sieht bei diesem absolut richtigen, meiner Meinung nach auch sinnvollen Hinweis. Ja, das ist auch so eine Sache. NTV gucke ich nicht. Ja, genau, aber das ist diese mediale Berichterstattung, das sind erste Anzeichen, die man nicht ignorieren sollte. Also man ist dann relativ zügig natürlich im Bereich Verschwörungstheoretiker und dergleichen. Ja, was du da wieder siehst, oh, die unsichtbare Hand. Aber sind wir ganz ehrlich, also ich denke, was sich über die letzten Jahre doch mehr und mehr begonnen hat zu zeigen ist, die Politiker sind Marionetten, die an irgendwelchen, naja, wie soll ich die nennen, Fäden hängen von irgendwelchen unsichtbaren Händen, die bestimmte Interessen verfolgen. Und genau das ist ja das, was ich gerade auch im Zusammenhang eben mit Donald Trump sagte. Also die Berichterstattung ist sehr einseitig negativ Trump. Ich finde, er hat es verdient. Ja, weil der ist wirklich echt. Ich bin ja hier jetzt, ich darf das nicht offen sagen, aber der ist echt schlecht. Also der ist wirklich echt schlecht. Nichtsdestotrotz merkt man schon, die positiven Aspekte, die er vielleicht irgendwie in irgendeiner Moment in der Lage ist, auf den Weg zu bringen, werden nicht positiv dargestellt. Was diesen Unmut auf jeden Fall dieser unsichtbaren Hand, dieser Eliten widerspiegelt. Und genau daraus resultiert ebenfalls ein Risiko für die Märkte. Wenn nämlich diese unsichtbare Hand den Markt kippen will, dann würde sie es bestimmt tun. Und genau da sind wir dann eben in einem Moment, das sollte man berücksichtigen, bevor man sich zu sehr darauf verlässt, dass die Politik, querstich ganz besonders die Notenbanken, in der Lage sind, eventuell auftretende Volatilität abzufedern. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Das heißt also, ich skizziere ein grundsätzlich bullisches Bild. Es spricht wenig dafür, dass es nicht weiter aufwärts für die Märkte gehen sollte. Aber nichtsdestotrotz würde ich diese Position bullisch nur verhalten long handeln. Auch wenn vieles dafür spricht und erstmal die Unterseite abgefedert sein sollte oder durch die Notenbanken und durch Liquidität sich nicht so schnell aggressiv präsentieren sollte. Ja. Gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann.